willkommen zurück zu einer weiteren aufgequollenen Folge. Freitag der 13. mit einem Mann, der sich als Handkäseverkäufer in den Sommerferien verdingelt. Kreis. Handkäse? Du hast gesagt, Handkäse verkaufst du. Keine Ahnung, was das sein soll. Das Käseverkauf aus der Hand oder ist das Handkäse? Das musst du uns erklären. Das musst du uns erklären. Ich weiß nicht, was du genau damit meinst. Du hast gesagt, du bist Handkäseverkäufer. Belgischer Handkäse. Belgischer Handkäse. Am Stück oder gerieben, hast du gesagt. Und geriebener Handkäse. Frisch aus der Hosentasche verkauft, hast du gemeint. Oh, El Mapo. Ich habe auch ein El Mapo und ich habe Benzinos. Ah, Benzin. Ich bin der Benzinmann. Mit der Benzin-Schlenzin. Oh oh, hier wird schon geportet. Ich habe eben gerade Jace in der Ferne gesehen. Ich glaube, ich gehe mal... Uff. Ich bin bei Belly Shelley's Pass. Ich bin bei... El Mundo Corner. El Mundo La Corn? El Mundo La Corn. El Mundo La Cornchita. Also ich geh jetzt mal hier drüben hin und tanke mal... Der war Handkäse. Le Car. Okay, Benzin ist drin. In welchem? Im unteren, bei Stillwater. Im stillen Wasser? Unten am Stillwasser. Die Nazis nannten die Basis damals Stillwasser. Stillwasser, die Stillwasserbasis. Die Stillwasserbasis. Wurde jahrelang belagert von einem Kraken. Von einem Kraken. Von einem Crack-Kraken. Oh, hier ist auch Sicherung bei mir, aber ich habe keine Sicherung. Aber hier ist auch das Sicherungshaus. Also, falls du eine findest, kannst du direkt hier reindrücken und dann können wir Call machen. Aber lass mich callen, denn ich habe... Oh, ich habe einen Schlüssel. Wenn wir jetzt noch eine Batterie finden, ne? Eine Batterie wäre jetzt nicht schlecht. Eine Batterie wäre jetzt nicht verkehrt. Das wäre nicht verkehrt. Eve, komm aus dem Wasser. Ich glaube, du hast ein verrücktes Auge. Das verrückte Auge. Jason hatte verrückte Augen. Oh, Jason macht da irgendwas am Auto. Ich glaube, der hat die Bremsleitung durchschnitten. Oh, ich kann Harvis anrufen. Waffelhändler Jason ist hier drüben. Wow, 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 wow. Wo ist er denn jetzt schon wieder? Wo ist dies Jason? Das gibt's doch nicht. Der macht hier richtig Terror bei uns. Unangenehmer Geselle. Der verrückte Auge. Er hat ein verrückte Auge, hey. Milchauge. Boah, hier, das Haus ist auch schon komplett zerschrubbt. Ich gehe mal rüber zur alten Wawa Willi Ranch. Cowboy Wawa Willi. Cowboy Willi. Mit seinem Chili Dilly. Ja, und wie läufst du das Geschäft als Handkäseverkäufer? Kann man damit seine Familie ernähren? Mein Urgroßvater war auch schon Handkäsehändler. Mein Urgroßvater war der hat die Zunft quasi miterfunden. Guck mal, überall ist Sprit drin. Also ich habe Schlüssel, wenn da unten... Oh, ich habe eine Batterie! Alter, ich mach glaube ich einen Drug Driver. Ich bin weg. Ich Drug Driver mich hier raus. Ich bin am ganz anderen Ende der Map. Wo bist denn du, Mr. Mappo-Mann? Ist das denn das... Alter, und Kracherlis. Das sind zwei Sitze halt, aber... Ach so. Du kannst dabei sein. In Dorfdoppelsitz. Dorfdoppelsitz. Ich würde dann zur Hauptstraße jetzt laufen, Richtung, also Higgins Heaven hoch, ne? Da ich bin der Typ, der gerade bei, genau bei Evergreen Camp, da stehe ich gerade, direkt bei dem kleinen Brandlager. Ich bin an der kleinen Brücke oben am Shelby Pass da. Ich laufe jetzt Richtung Große Hütte. An Shelby Lips oder was? Jetzt bin ich gleich bei Higgins Heaven an der Kreuzung. Guck mal, da oben liegt auch ein Schlüssel rum, by the way. Ich bin so ein verdudelter Hippie. Aber meine ich habe Gelassenheitsbonus, weißt du? Ja, und wenn ich einen durchziehe, habe ich ruhige Hände. Aber das war nach 20 Jahren Konsum ändert sich das. Okay, das Auto scheint unvermint zu sein. Ich bin jetzt auf der Hauptstraße, Evergreen, am ewig grünen Feuercamp. Ich habe 3 Cracker in der Hose. Also ich habe... Kommt jetzt noch einer zu dir? Mist, der kommt rein, ja. Ich versuch direkt zu fahren. Ha!
Voll arschlochhaft. Hier. Schnell! Schnell! Schnell, schnell, der Bill! Ich höre Musik. Richtig mies. Ich glaube, der hasst uns jetzt. Sorry! Aus der Ferne haben sie Entschuldigung gebrüllt und sind in die Freiheit gefahren. Sind in die Freiheit gefahren. Ein wilder Hippie und sein Höhlenmenschenmann-Freund. Während Jason sich an ihren abgetrennten Köpfen verging. Während Jason Liebe mit den Stumpfen ihre abgetrennten Köpfe machte. Oh, ist das mies. Wir haben hinten noch eine Kiste drin. Die konnten wir leider nicht rausräumen. Ich hab da waren alte Bücher drin. Gehabt. Ich hatte auch Cracker, Spray. Ich war bereit. Liegt das dann da rum? Nee, das ist jetzt mitgenommen. Das kriegt niemand mehr. Ich habe gehört, das soll ja mal, angeblich soll das irgendwo neu spawnen. Irgendwo im Wald. In so einer Kante. Vielleicht am Lagerfeuer. Vielleicht kommst du auch wieder zurück als Chavesso. Kann sein. Einen hat er getötet. Könnte sein, dass du wiederkommst. Boah, die sind richtig angepisst, glaube ich, ne? Oh nein, ich komm wieder. Karma is a bitch. Ey, der Typ schwebt ja hier, dieser A-Punkt. So, ich bin wieder zurück. Als Jarvis Man. Er hat den Evil Knievel Anzug. Den Evil Knievel? Den Evil Knievel. Warte mal, das Auto hier ist stucked oder what is going on? Ja. Das ist stucked. Die stuck. Die haben das. Das ist gestartet, die haben es nur. Die haben es nur zerrissen. Jetzt macht er hier gerade so eine Zaubershow. Der andere guckt zu, so mit seinem Pullover. Ach nee, wir haben keinen Schlüssel. Hat irgendjemand einen Schlüssel hier? Den muss doch hier A Plus so aufgehoben haben, den Schlüssel, oder? Ja, normalerweise schon. Wenn er nicht mehr auf der Map liegt, weil er war gerade unten auf jeden Fall. So hart verwirrt. Nee, der liegt nicht mehr da. Irgendeiner hat den Schlüssel. Er hat den, ja. Er steigt ein. Jetzt schießt er nochmal um, oder? Ja. Lass mich rein, Jungs. Let's go. Fahr, 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 fahr. Scheiß dem Jason ins Müsli. Ah, Muslimacher mit seiner Musli-Box. Der Muslimann. Oh, 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 oh. Muslimann. Auf der Musli-Bridge. Alter, driftet. Alter. Hast du gehört? Ja, ja. Er macht den Wind Diesel. Aber mir klang es eher wie so ein Katzenfurz. Stinkt auch ein bisschen hier drin. Little cat fart. Alter, doppel entkommen. Doppel Auto entkommen, Alter. Das ist ja Wahnsinn. Dieses Car Mechanic DLC, das du uns runtergeladen hast, ist ja echt böse. Was hat das gekostet? Amek, ist das nicht dieser Typ von Super Mario, der mit den Mechanic, drei Mann, Mechanic. Ich hab Carmack, was hat denn der damit zu tun? Was hat's gekostet? 17,99 hast du gesagt, ne? Aber du so, ja, das ist es mir wert bei einem toten Spiel. Knetmassenunfall, Jason? Oh, Alter. Den spielt auch nur ein Mensch, diesen hässlichen Play-Doh-Unfall, Jason. Play-Doh, Jason. Play-Don't, Jason. Play-Doh, Jason, Es spielt auch immer nur ein hässlicher Typ, ne? Die verprügeln mich wieder. Mann, ich habe es extra eingestellt, dass ich nicht Jason werde. Und trotzdem werde ich Quatsch, Jason. Quatsch, du bist doch richtig gierig danach, Kinder zu schlachten. Nee, nie, ich mag das nicht. Aber du sagst immer, die größte Freundin in deinem Leben ist es, einem Kind den Rücken zu brechen. Das sind doch die Zitate von Kreis. Ich höre schon irgendwie seine bittige Musik. Chweep, chip, 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 chip. Hallo. Alter, wie er direkt das Auto vermint. Kein Stil, der Mann. Weißt du, dann stelle meine Kinder eine kleine Chance zu lassen und dann schmeißt er mit alten Messern um sich. Das sind neue Messer. Alte Stinkemesser. Abgegriffene. Ich will erst mal rüsten, weil Kinder wollen mich sonst zerstören. Aber auch zu Recht. Did it.
Mal Lagerfeuerkinder. Guck mal schon, wie die Kinder rausgehen, weil sie sagen, kein Bock auf diesen verglitschten Blade oder Jason. Er hat sich selber ins Feuer gesetzt da. Er hat sein Gesicht im Feuer verbrannt. Ja. So reagieren Menschen, wenn sie dich sehen. Ja, das ist eine typische Reaktion. Sie haben in die Sonne gestarrt, ganz gegen ihre natürlichen Instinkte. Mann, jetzt habe ich ein Messer an den Dicken da verschwendet. Ja, die gibt's ja wie Sand am Meer. Außerdem sind ja schon eh alle raus. Warum? Einer ist raus, zwei, oder? Zwei schon. Und wir alle wissen, zwei steht für alle. Hast du einen getötet? Ja. Wie hast du den denn erwischt? Der Deutsch 96? Mit der Deutsch 96 Axt. Könnt ihr mal gerne googeln, liebe Kinder. Das ist eine tolle Internetseite. Eure Daddys sind da alle unterwegs. Aber die Liefer zählen auch als Kill eindeutig, weil sie gelieft sind, weil ich so krass bin. Die zählen nicht als Kill, nein. Boah, ey, nee, das war's. Das war's absolut. Da gehen ja noch mehr Leute raus. Das ist ja richtig mies. Keine Ahnung. Schon wieder einer raus. Ja, die haben einfach Respekt. Oder du, deine Hacks sind einfach ein bisschen zu offensive. Lass mich mal ein bisschen runterdrehen, Kumpel. Lass mich mal ein kleines bisschen runterdrehen. Das Kick-Out-DLC ist ein bisschen zu krass, Kreis. Ich hab's dir gesagt. Verdirbt auch irgendwie den Spielspaß. Ah, ich mach den unsichtbaren Würger, Jürger. What the hell? Da ist ja gar niemand mehr drin. Ist ja ein One versus One. Ich finde aber auch nichts. Wirklich gar nichts. Ja, weil Skilly Doodle Jason ist halt einfach ein Skiller. Nein, du bist immer jemand, guck mal, andere Jasons, die messen sich mit wohlgenährten, sportlich attraktiven Teenagern in der Blüte ihres Lebens, ja? Das ist ein richtiger Kampf, weißt du, es sind starke Athleten und heiße Bienen. Aber bei dir ist es halt immer so, du brichst in den Kindergarten ein mit behinderten Kindern. Das ist einfach nicht cool, Mann. Das ist nicht cool. Und dann fühlst du dich halt stark, ne? Weil du dem Dreijährigen ohne Arme den Lolli aus dem Mund geschlagen hast. Der ist nun mal wählbar, was kann ich dafür? Dann fühlt er sich stark. Hey, ich hab den Dreijährigen ohne Arme den Lolli aus dem Mund gezogen. Ich bin ein echter Mann. Wenn die alle rausglitschen, kann er nichts für. Ja, dein Jason löst das aus. Das ist die Fähigkeit. Deswegen heißt er auch Glitch. Der eine hat sich ans Feuer gestellt und hat sich selbst gerichtet. Oh, irgendwer versaut eine Tankfüllung irgendwo. Es gibt eben noch mich und die Tussi. Aber wie lange braucht der denn hier? Naja, er ist halt nur Gummi. Das ist jetzt auch nicht das Härteste. Iss einen Riegel Butter. Eure Hausaufgaben, iss einen Riegel Butter. Kennst du es noch? Hä, bist du das hier eigentlich? Das bin ich, ja. Ippi-Dude. Du kannst das Fenster nicht kaputt. Ja, weil du ja auch aus Gummi bestehst. Komm schon, die anderen. Pullover holen. Ist Harvest schon da? Nee. Was ich mache nur mit diesen Kindern, hä? Was mache ich nur mit diesen Kindern? Ich überlege gerade, was kann ich jetzt tun? What's the plan, man? Plan ist einfach... Hier ist so zur Seite... Nö, das mache ich jetzt nicht. Nö, da habe ich jetzt nicht so Bock drauf, du. Gehst du weg? Legen wir ihm doch mal noch eine Wanze dahin. Eine Wanze? Ach, da ist die Pulli-Dulli-Dull, Jason. Hier. Quick Draw. Ach, macht nix. Don't let them. Komm schon, macht irgendwas. Ich tanze mit ihm. Er wird mich nie kriegen.
Ich hab die Macht des Ganjas und einen großen Tisch. Hey, haben die auch Travis geholt? Ist die mit dem Bulli abgehauen? Weiß ich nicht. Ist noch ein Messer in der Wand. Warum hängen die eigentlich hier so rum? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Wie viele Leuchtkanonen liegen denn da rum? Leuchtikus-DLC. Alter, was? Voll in die Vene hier. Ha, daneben. Kann ich die wieder einsammeln? Nee, weg ist weg. Was? Cheat, ey. Egal, ich hab davon genug. Ich hab so viele Deos und Crackies. Wo war denn das? Komm schon, Cheffe Doodle. Wer ist denn da irgendwo in eine Falle getreten? Hä? Moment mal. Ha. Ist ja doch da oben. Der Kraken-Krakenheimer. Müssen wir die neuen Taikos holen hier. Die Super Taiko-Wurfdolche. In der Sonderedition? Der Sonderwinter-Edition. Hast du sie erwischt? Oh, Messer! Oh, sehr gut. Mal so im Kehlkopf, weißt du? Kein Wunder, dass er nicht mehr reden kann, wenn die ihm alle da reinstechen. Ja, klar. Das Goldkehlchen nannte man ihn. Donnergurgel Jason. Donnergurgel Jason. Oh Mann, der andere Dude macht nichts. Der ist so wertlos. Der andere war nicht ganz wertlos. Aber dem ist ja richtig schlimm. Donnerdödel Jason. Komm schon, Dude. Alter, wie lange der hier für die Türen braucht, ne? Gott, bist du schwach, ne? Play-Doh Jason ist echt nicht in Ordnung. Play-Doof? Ja. Wie klein, der kleine Schlag da, ne? Ist aber echt so. Und dann nur so, you want some more? You want some more? Oh Mann, macht der andere irgendwas? Ja, okay, er ist nicht ganz nutzlos. Wir müssen ihn nur weiter hinhalten. Wir müssen ihn nur weiter hinhalten. Bitte, Kollege. Ich hab die Perks, Freund. Ich hab die Perks. Blade-Douche-Jason. Blade-Douche-Jason. Kann ich eigentlich die Maus einfach gedrückt halten, ja? Ja, nice. So, wir machen den Strom wieder an. Ja. Ich hänge an einem Straßenschild, ich glaub's nicht. Komm schon. I'm ready. Och, was macht der da unten? Ich krieg echt wie viel Deo hat er denn? Ich krieg die Grätze, du. Ich krieg die Grätze. Wir könnten schon längst weg sein, wenn der eine sich mal zusammenreißen würde. Ja, aber einer verkauft anscheinend hier Deos zurzeit. Ja klar, der Deo-Händler. Der macht gerade das Geschäft seines Lebens. Der Deo-Dealer. Didi, der Deo-Dealer. Deo-Dealer. Oh, guck mal, hier sind neue Messer. Ich hab nämlich keine mehr. Taiko hat ausgedient. Ja, Taiko ist ja auch sowas. Ich höre immer öfters jetzt, dass Taiko auch mittlerweile auf dem Restbestand läuft, ne? Das dauert nicht mehr lang.
Wäre ich gerade nicht an dem Straßenschild hängen geblieben. Kannst du mal aufhören? Du bist echt anstrengend, weißt du das? So, ich gehe einfach wieder hier raus. Bock auf diesen Mist. Mach doch deinen eigenen Scheiß alleine. Nee. Damn it, no! No! Hier. Schmelzauge. Melt Eye. Die anderen machen halt nichts, sind so unnötig. Ich habe jetzt was gefunden, mit dem ich dich zerstören werde. Popeye Jason. Popeye Jason. Kommt schon, so. Jungs. Doch auch das hier. Regelt es. Wieder im Harvest House? Was machen die denn? Das gibt's nicht. Ey, die opfern mich. So eine Schweinebande. Die opfern mich. Ist echt so. Die spekulieren darauf, dass du mich jetzt die ganze Zeit jagst. Sie sind irgendwie total im Wut. Tief in den Wäldern. Tief in den Wäldern. Ah, Mist, meine Taiko-Kollektion ist alle. Nein! Was? Ja! Der Cheater Rooney. Die beiden überleben, nur wegen meiner Heldenhaftigkeit. Ist echt so. Müsste ich nicht mit Wut einfach hier durchlatschen können? Die ist noch nicht bereit. Steht, Wut ist aktiv. Ja, dann kannst du durchlatschen. Nö, tut aber nicht. Muss ich jedes Mal hier den Holzfäller spielen. Ich mach da drin jetzt sein Armutsfeuerwerk. Na und, ich hab wenigstens gekämpft und hab was geleistet. Ich hab zwei Teile vom Auto repariert. Aber die rennen ja mit dem Schlüssel rum, die Idioten. Ist er hin? Schon wieder raus aus der Bude. Mach doch mal hier die Türen noch kaputt. Oh, sie reparieren da hinten irgendwas. Endlich machen die auch mal was. Kaum zu glauben. Ein alter Hippie, weißt du, mit seinem Ganja versucht irgendwie diese Kinder zu retten. Hä, du bist angeblich immer noch hier in der Hütte. Schon lange nicht mehr, Kumpel. Nee, aber dann hätte ich dich ja auch gehört. Steckt sich hier noch irgendwo? Unterm Bettchen oder so, im Schrank oder hier in der alten Badezimmerstube. Ja, auch was, glaube ich. Der alte Hippie, nach 5 Minuten, dann können die fliehen. Dann ist das Spiel vorbei. Der alte Hippie hat alles gegeben, kann man ja ihm nicht vorwerfen. Toll, funktioniert im Haus das Ding nicht, oder was? Ein alter Hippie mit seiner kleinen Tüte Ganja. Mehr hatte er nicht. Er läuft da durch den Wald. Eigentlich müsstest du mit dem Hippie Sympathie empfinden. Erstmal ganz ehrlich, so ein Hippie ist doch was, wo du sagst, ey, das ist ein... Oh, Alter, wie schwach und dreckig. Guck mal, ich hatte die Sicherung, aber niemand unterstützt. Die haben beide Schlüssel und hängen nur im Dreck rum. Ich hoffe, ich komme als Harvest wieder und kann dir noch die Fresse geben. Aber woran sehe ich jetzt, welche Falle ausgelöst wurde? Gibt es da irgendwie einen geheimen Move? Dann bin ich jetzt die am Falschen. Die sind so schlecht. So schlecht. Man einfach nicht, sie hätten schon längst abhauen können. Es tut echt in der Seele weh, wie die spielen. Nur dieser alte Hippie, ne? Gut für mich, für Hippie-Knete Jason. Aber der alte Hippie hat Kontakte zum Harvest und hat gesagt, räche mich, junger Harvest. Nimm mein Ganja und meine kleine Pfeife. Und Harvest hat sie genommen. Harvest hat gesagt, ich nehme... Ich nehme kleine Pfeife. Und ehre dich, alter Hippie-Mann. Hä?
Oh, thank God. Please send help. Die können nix, ne? Crystal Lake. It's Jason. He's back. Ganz da oben ist noch einer. Oh. Die können nichts, diese Kids, diese College Kids. Die College Kids von heute können halt einfach auch nichts. Ist echt so. Die College Kids von heute können nichts. Es ist ein Armutszeugnis. Bist jetzt nur noch du da, oder was? Nee. Wie kann es denn sein, dass am Anfang angeblich alle disconnected sind? Naja, du hast ja niemanden mehr getötet. Ich hab dich jetzt quasi 13 Minuten hingehalten. Hier hast du doch irgendjemanden noch. Ach, die Pulli-Tante, die hat schon vorhin so einen Aufstand gemacht. Ich hoffe, die kann was. Weil die hat nichts geleistet bis jetzt. Also, die war wirklich absolut unnötig. Die hat einen Pulli? Die hat Dreck um den Körper gewickelt? Hat die jetzt die Cops gerufen oder warst du das jetzt? Das war ich. Ach so. Einer muss es ja endlich mal machen. Fast Cops DLC noch geholt. Hab extra meine Kreditkarte rausgepackt. Warum kann ich nicht angreifen? Jetzt. Oh, da ist jemand Neues beigetreten. Hast du sie schon erwischt? Ja, ja. Hat die ihren Pulli? Guck, die hat die ganze Zeit einen Schlüssel gehabt. Wir hatten schon das Auto war ja ready. Das Auto war ja ready. Make them suffer. Make them pay. Das sind nur noch 2 Minuten. Oh mein Gott. Na, da ist er ja schon. Ich latsch einfach hier überall durch. Make me not suffer. Oh, ey. Felsbrocken im Weg. Komm raus, Junge. Komm schon, Jason! Ja, bring was hinter uns. Aua! 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 Guck mal, wir können doch Freunde werden. Oder nicht? Was? Ich kann nichts machen! Geil, I'm stuck. Nice. Na, Alter, wie geil ist das denn? Ich konnte nichts mehr machen, ich war einfach eingeklemmt. Ja, weil ich war stuck, man Jason. Ey, wirklich jetzt so der unfair Jason wieder. Ich konnte die Tür nicht öffnen. Ich hab irgendwie in der Tür-Animation festgehangen. Ich konnte nichts mehr machen, ich konnte auch nicht in Combat-Modus. Guck mal, der hat sogar Ketten, hatte den schon immer. Nee, hat er noch nicht. Was ist, sich da alles zusammencheatet? Eine Harpune hat er. Ja, wow. Ich hab alles, Jason. Ey, hast du ein Schweineglück, weil es war eigentlich gewonnen. Step Jason, I'm Das waren nur noch 10 Sekunden oder so, ne? Gewonnen, das war schön. Nee. Ich guck mal, was für ein Team. Ach, naja. Naja, er hat halt wieder eine Sonderschule. Das war in Sicherheit gewiegt. Guck, er hat einen, er hat einen Sonderkindergarten. Kann man ja nicht mal Sonderschule nennen. Eine Sonderkrippe hat er überfallen. Er hat im Endeffekt so eine Station, wo Frühchenbabys sind. Die hat er angegriffen. Ja. Nicht schlecht, du hast gegen Frühchen gewonnen. Ich gönne dir diesen kleinen Sieg. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.